Am Mittwoch darauf aber hat mir der Chef schon wieder angerufen. Er war ganz nervös am Telefon. Oh, ist gut, dass ich dich verwünsche, glaube ich. Du solltest mir nochmal aus der Patsche helfen. Ja, wo brennt es denn das mal? Heute findet doch in unserer Stadt das grosse Fußballländerspiel statt. Ah ja, da habe ich gehört davon. Jetzt hat unser Reporter vor einer Stunde das Bein gebrochen und liegt im Spital. Oh je, ja, und jetzt soll ich an seiner Stelle das Länderspiel reportieren? Glaube, du hast es verraten. Ja gut, das mache ich. Danke vielmals, musst aber schurig pressieren, der Match vor die 50 Minuten an. Das ist kein Problem. Ich nehme meine Rollerblades. Nimm lieber sofort ein Taxi. Ja, aber dann auf Kosten vom Sender. Ja, ja, natürlich. Aber hau sie jetzt bitte. Ich hatte schön Glück gehabt. Gerade vor dem Haus raus ist ein Taxi um die Ecke zu fahren gekommen. Hallo, Taxi, Taxi. Sie wünschen? Sind Sie frei? Ja, steigen Sie ein. Wohin wollen Sie? So geschwind wie möglich ins Weststadion. Ins Weststadion, ist in Ordnung. Ah, Sie, können Sie nicht ein bisschen schneller fahren? Nein, Sie sehen es ja selber, es schleichen alle. Das ist um die Zeit immer so. Ja, so hupen Sie doch. Hupen nützt gar nichts. Es macht nur die Leute verrückt. Also in 3/4 Stunde sollte ich im Weststadion sein. Es ist zum Verzweifeln. Zählen Sie auf 1000. Das beruhigt. So, auf 1000 sagen Sie. Aha. Also, 1, 2, 3. Und 1 ist 4. Und 1 ist 5. Und 1 ist 6. Und 1 ist 7. Und 1 ist 8. Und 1 ist 9.